klar. Naja, dann gehe ich mal flott zum Speicherpunkt und dann starte ich mal einfach neu. Wo war denn der? Jetzt war der doch hier drin, oder? Ja. Ja, ich möchte bitte speichern. Ja, hier bitte. Okay, also ich mache mal Neustart. Mal schauen, ob das jetzt hilft. Keine Ahnung, was er gerade hat. Bis gleich. Alles klar, da wäre ich wieder. Auf den ersten Blick kommt es mir vor, als würde es jetzt wieder besser gehen. Schauen wir mal. Allerdings bin ich immer noch nicht wirklich ganz schlau, wo ich denn jetzt hin soll. Soll ich jetzt vielleicht doch... Ach, scheiße, da steht der Ritter wieder im Weg. So ein Mist. So viel dazu, es hängt trotzdem noch. Ich gebe einfach dem Spiel jetzt die Schuld, denn mein Rechner ist gerade frisch neu gestartet und so und ich habe auch nichts auf. Dann mag das Spiel einfach selbst die Stelle hier nicht und ist halb langsam. Oder der Emo ist schuld. Oder Gott ist schuld. Schaut mal, was Gott mit mir jetzt gerade gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Sauerei. Hey, es funktioniert. Vielleicht auch jetzt auf den zweiten Stock, oder? Huh, blaue Scepterkraft. Nö, nö. Die merken wir uns. Okay, funktioniert's jetzt bitte? Zweiter Level. Scheiße, da war ich ja. Stimmt ja. Erster Level. Abgeschlossen. ID-Karte benutzen? Silberstück. ID-Karte benutzen. Ja, ja. Nichts ist passiert. Scheiße. Okay, fahren wir halt so wieder. Okay, gehen wir auf den Hauptweg hier. Nee, scheiße, Hauptweg war ich ja. Wo waren jetzt die anderen? War das der dritte Level? Oh, Aufzug. Geh doch schneller. Ja, irgendwo muss ich ja noch rumhängen. Nee, hier war ich doch, oder? War ich hier? Nö, hier war ich jetzt nicht. Okay, dann habe ich wohl hier an diesem Hauptweg doch noch Wege übersehen. Würde ich fast vermuten. Eben zum Beispiel diesen. Hier gab es jetzt nichts. Schlechtes Beispiel, aber prinzipiell. Hier unten zum Beispiel. Weil hier unten ist... Schaut euch das mal. Was hier unten ist. Hier ist... Das hier. Hier ist keine Musik mehr. Ah, der Maschinenkraft-Ding-Raum. Hier gibt es das Maschinenkraft-Ding. Das ist ein Ding, das macht Maschinenkraft. Es ist eine Nachricht auf der Konsole. Bitte Level 1 ID-Karte einfügen. Aber mache ich doch glatt. Da, da hast du. Komm, oh, du schiebst die ID-Karte rein. Du kannst die ID-Karte nicht mehr raus... Oh, oh, Doktor rufen. Das Zepter beginnt zu glühen. Das Zepter merkt sich die Level 1 ID-Karte. Scheiß auf eure Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe halt nur eine davon, aber ich mache mir 100 raus. Ist mir egal. Ich cheat mir die Dinger. Ich sehe hier nichts. Okay. Ich hätte wohl ganz gern die Kiste da oben, auch wenn der Blaue hier im Weg steht. Was haben wir denn hier? Kräuter oder so schon wieder. Ach nö, immerhin High Potion. Du kannst nicht noch mehr tragen? Hast du sie noch alle? Ich habe Maximum, so ein Scheiß. Naja, okay, es passt ja immerhin gerade. Ich konnte sie gerade eh noch gewinnbringend nutzen. Es ist nicht, als wäre sie jetzt verschwendet gewesen. Also noch ist es okay, aber wenn ich jetzt noch eine finde, dann habe ich ein Problem. Nämlich ein Verschwendungsproblem. Hi, Blauer. Oh, ich tanze, ich tanze. Hopp, 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 hopp. Siehst mich nicht, siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du kannst nicht auf mir hauen. Du siehst mich gar nicht. Ich bin doch überhaupt nicht da. Ignoriert einfach, dass es manchmal irgendwie genau so macht. Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Ignoriert das. Da ist das Spiel dran schuldig. Hab keine andere Erklärung. Hör auf dich zu heilen, das ist unfair und böse. Und wieder alle vertraglichen Abmachungen, die wir getroffen haben. Oh oh, wow, doch noch einen letzten Schlag mitgegeben, ne? Lalalala. Den hohen Schwertkämpfer besiegt und frische Kräuter erhalten. Ist hier, oh, da steht einer. Hallöchen. Oh, ein Ingenieur. Ich habe meine Wahl getroffen. Keine Sorge, ich werde niemals jemanden angreifen, der keinen Kampf sucht. Bitte, hilf mir, der Torpedo zu zerstören. Es gibt eine Notfallkontrolleinheit am Antrieb des Torpedos. Du musst die ID-Karte dort einführen und den Schalter umlegen. Das wird eine Kettenreaktion hervorrufen und du musst entkommen, bevor er explodiert. Und was machst du? Ich kann mein Schiff nicht verlassen, aber du wirst sterben. Ich habe mein Leben an dieses Schiff gegeben. Ich werde es nicht einfach im Stich lassen. Naja, wenn es Spaß macht. Ah,
verschwende nicht deine Zeit, indem du mir drohst. Wenn ich das hier nicht repariere, wird der Antrieb explodieren und uns alle mitnehmen. Okay. Dann, du darfst weiterleben für den Moment. Aber nur für den Moment. Nicht zur Gewohnheit werden lassen. Nicht einfach hier denken, oh, ich lebe immer. Okay, waren es zwei Teile? Level 2 ID-Karte. Habe ich ja gar nicht. Was hat denn der mir jetzt? Hat der mir jetzt eine gegeben? Silberstück? Nö. Nö, der hat mir keine gegeben. Was mache ich denn jetzt? Die Level 1-Karte kann ich ja nur replizieren, aber was bringt mir die? Hat der vielleicht zufällig die Level 2? Ich werde wohl irgendwo einen umklatschen müssen. Scheiße. Irgendeiner wird... Au, ihr nervt manchmal schon. Irgendeiner wird die wohl haben. Klatsch, 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 klatsch. Man fragt mich jetzt echt nicht, was das Stocken ist. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemerkt. Also ich meine jetzt, ich habe nichts davon gemerkt, dass irgendwas jetzt hier stocken wird. Naja. Okay, ich spiele es jetzt ja auch sonst technisch jetzt nicht gerade die allerbeste Perle aller Zeiten. Also grüner. Also intelligent ist er, das muss man ihm lassen. Er macht schön Schaden und dann heilt er sich einfach eine Runde, während ich nichts machen kann. Das ist nicht dumm von ihm. Schwertkämpfer besiegt und nichts bekommen. Schade. Dann mache ich den auf der anderen Seite mal noch. Hier kann ich ja nichts. Nee, hier kann ich nichts und hier kann ich auch nicht irgendwie aufmachen und rein oder so. Nix. Überhaupt nichts. Dort unten. Tja, und hier steht der rum, aber ich denke wohl, der wird genauso viel eine Karte haben. Es ist ja nur ein kleiner Grüner. Er steht auch noch ID-Karte im gegenüberliegenden Terminal einführen. Ja. Ja, wie denn? Ich würde es doch gerne. Tja, also da ist nichts, da ist nichts. Da kann ich auch nichts mit anfangen. Dann muss ich wohl den Raum verlassen. Hier oben lang und irgendwo steht wohl noch einer rum. Der mir die Level 2 Karte noch in Kooperation freundlicherweise überlässt. Du drückst den Schalter für den Frachtaufzug. Ich würde sagen, dort unten hoffentlich. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit. Nämlich am Deck. Auf dem Deck. Unterm Deck. Üben, hüben, drüben, neben. Deck, 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 genug. Hier haben wir die tollen Orbscherben her. Ach, das war doch noch ewig her, oder? Gut, steht hier einer rum? Bitte sag ja. Ja! Nein. Hier? Hallo? Tja, hier ist nichts. Es blitzt vor sich hin, das ist aber auch alles. Na toll, wo steht der rum mit dem Scheiß Level 2? Mit der Scheiß Level 2 ID-Karte? Ach so, Mist. Muss ich den jetzt suchen gehen? Oh nö. Oh nö. Warum denn das? Ach, Spiel, du bist gerade so unkooperativ. Mach doch sowas nicht mit mir. Wo könnte denn der sein? Also unten im Antriebsraum war ich komplett, das war nichts. Hier, das Ding und das Gegenüber sind Sackgassen. Hier links und rechts unten ist der Rundgang. Hier ist auch nichts. Also dort schon mal nicht. Ich kann ja immer noch in den dritten Stock dort unten, wo die anderen sind. Vielleicht haben sie es jetzt schon verkackt und jetzt muss ich ihnen helfen. Ha? Das wär's doch. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich könnte doch mal hochfahren, den Speicherpunkt schnell anmachen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wäre ich geheilt, aber auf der anderen Seite müsste ich dann eh wieder durch den blauen durch, der dort steht. Dritte Brücke. War das nicht das? Wo es hieß, ach nee, das machen die Jungs schon allein. Darf ich jetzt doch hier bleiben? Na, au. Vielleicht liegt es, dass es hier jetzt die ganze Zeit stockt, einfach so an den ganzen Blitzen und an dem riesen Himmelshintergrund da die ganze Zeit. Hör, vielleicht ist das zu viel fürs Spiel. Vielleicht macht es sich damit selbst fertig. Vielleicht übernimmt es sich. Vielleicht ist es unvorsichtig. Autsch. Hör auf. Nein. Sowas macht man nicht. 1, 2, 3, rüber, zuhauen, tot. Ja, so beim Rumlaufen ist hier irgendwie auch nicht so richtig. 90 Gems erhalten, waren wir hier? Scheiße, ich glaube hier war, aber, ach Gott, das auch noch. Hi. Hallo? Blitze. Nee, verkehrt. Wo bin ich denn? Ach, ich kann doch noch den Feuerwandangriff. Wollte ich mir mal ansehen. Wow. Oh, oh. Das war aber jetzt eher, ne? Ja, ich hab mein Mana. Na. Bumm. Und.
Ach so, funktioniert das. Ein bisschen zu langsam. Das trifft den so nicht. Kann ich mit Blitzen gerade schnell platt machen? Das kann ich auch, schau mal. Bombs. Och, das trifft den. Also es trifft ihn schon, aber es killt ihn noch nicht mal direkt. Oh, getroffen. Und. Au, 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 au. Aua. Oh, oh, was war das? Nix. Ach, scheiße. Heilen wir uns mal. Tolle. Hab ich viele Kräuter. Trockenkräuter. Ja, benutzen. Ach, wie geil. Das hat sogar noch geholfen. Das hat noch gezählt, obwohl der Balken leer war. Cool. Also kann man mit den Kräutern auch noch wunderbar bescheißen. Das fehlt ja gerade noch. Das finde ich noch okay. Na, hallo. Oh, 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 oh. Und... Stirb schon. Oh Gott, sind die so nervig. Hallo. Hallo? Darf ich auch noch? Ich möchte auch was tun.